Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir haben also den Täter jetzt erst einmal auf der Insel gelassen, wollen jetzt Hilfe, Verstärkung holen, aber wir ahnen, dass wir gleich hier unsere Kollegen treffen werden und wir haben keine Ahnung, was die von uns wollen. Ich will vorweg, weil wir so nervös sind, gewissermaßen will ich hier mal eine rauchen. Und ja, bevor halt, ich habe die nicht in der Hand, manchmal gibt es so einen kleinen Bug. Nochmal hin und wieder zurück, dann müsste das klappen. Ja, jetzt sind sie da. Okay, gut. Einmal den Intellekt erhöht. Wir werden einmal Medizin nehmen und dann nehmen wir sicherheitshalber hier Speed wieder in die Hand. Das können wir jederzeit nutzen. Und dann treten wir ihnen mal gegenüber. Also vermutlich warten sie da auf dem Platz. Die Fischerin ist auch nicht mehr da. Schade eigentlich. Da sind sie. Harry, wir sind hier, weil wir uns Sorgen machen. Okay, sie stehen ganz merkwürdig verteilt. Erinnert so ein bisschen an Corona-Abstände, aber es hat wahrscheinlich einen anderen Hintergrund. Jean Wigmar. Sieh mal eine an, was das Meer angespült hat, sagt der Mann ohne Sonnenbrille. Plötzlich ändert sich sein Gesichtsausdruck und er neigt den Kopf zur Seite. Harry, du blutest alles voll, du bist halb tot. Rhetorik. Was immer jetzt kommt, es ist völlig unwichtig verglichen mit dem, was du gerade gesehen hast. Ja, ich sagte ja, diese Begegnung mit der Phasmide war wirklich bewegend und verändernd. Visuelles Kalkül. Das ist der Mann mit Sonnenbrille aus dem Whirling in Rex. Aber wo ist seine Sonnenbrille? Wie reagieren wir? Wenn wir davon sprechen... Ich meine, die erklären uns für verrückt. Die denken sowieso, wir sind verrückt. Niemand sonst scheint sich an dem Blut zu stören. Sich stören? Harry, du siehst aus, als ob du ein verdammtes Organtransplantat brauchst. Er holt tief Luft. Scheiß drauf. Reden wir nicht weiter drüber. Okay, Moment. Sie sind der Mann mit der Sonnenbrille. Richtig. Und du blutest. Das ist im Augenblick nicht wichtig. Da ist eine riesige... Na klar ist das wichtig. Schau dich doch an. Er zeigt mit beiden Händen auf dich. Wer sind sie alle? Hallo, ich bin Trent Heidelstam. Ich glaube, wir sind uns schon mehrmals begegnet. Ich bin ein verdammter Partner, Jean Wigmar. Und das hier ist dein spezielles Einsatzkommando, sagt er und zeigt gestikulierend auf seine Begleiter. Oder was noch davon übrig ist. Okay, das sind unsere Leute. Wir waren mal oder sind gewissermaßen der Boss. Sonderberater Trent Heidelstam, Patrol Officer Judith Minot. Hallo. Okay. Von der war noch nie, also doch in den Visionen war von der eine Rede, aber vorher noch gar nicht, oder? Am Telefon hatten wir sie noch nie. Wir sind gekommen, um das, was noch von dir übrig ist, vom Gehweg zu kratzen. Wollen sie uns jetzt etwa helfen? Jetzt, wo alles quasi vorbei ist? Kim? Lieutenant Kim Kitsuragi, 57. Revier. Wir sind gerade von der Insel gekommen. Er zeigt auf die Seefestung. Unsere Ermittlungen haben uns dorthin geführt. Rhetorik. Sogar er hat in der Situation das Gefühl, für das, was ihr getan habt, Rechenschaft ablegen zu müssen. Kim. Könnte sein, dass wir später ihre Hilfe bei etwas benötigen, fügt er hinzu, plötzlich wieder selbstbewusster. Autorität. Als ob er sich daran erinnert hätte, dass er ja ein hochdekorierter Lieutenant der Polizei ist und kein ungezogener Junge. Aber offensichtlich geht es hier um eine Sache, die ihre Abteilung betrifft, also lasse ich sie das mal unter sich besprechen. Ja, ehrlich gesagt weiß ich jetzt gar nicht, was hier auf uns zukommt. Ich finde das ein bisschen aggressiv, also ich fände es schon ganz gut, wenn Kim bleiben würde. Aber zu sagen, los, zeigen wir es ihnen, kommt mir jetzt auch komisch vor. Ich würde mal sagen, sehr nett von Ihnen, mich den Wölfen zum Fraß vorzuwerfen. Freut mich, Sie kennenzulernen, Lieutenant Kitsuragi, sagt sie, Judith Minot, in einem freundlichen Ton und schenkt Kim ein flüchtiges Lächeln. Beherrschung. Damit der Lieutenant weiß, dass er sich nicht genieren sollte, wegen des Sturms der Entrüstung, der gleich über dich hinwegfegen wird. Worum geht es denn? Du fährst fort. Harry, wir wollen Ihnen helfen. Trent, jetzt sind Sie dran, oder?
Er macht einen Schritt zurück. Ich weiß eigentlich nicht genau, was ich hier soll. Ich wurde gebeten, als Experte mitzukommen, aber ich glaube, Sie müssen Ihre Erwartungen etwas zurückschrauben. Was Kognitionswissenschaft angeht, bin ich bestenfalls ein engagierter Amateur. Mein Fachgebiet ist eigentlich ein ganz anderes. Ich befasse mich mit der Neurologie. Er macht eine Anführungszeichengebärde, lediglich auf theoretischer Ebene. Wahrscheinlich sollte ich jetzt lieber gehen. Okay, wow, er scheint ja nicht sehr selbstbewusst zu sein oder überzeugt von der Sache hier. Schon mal gut für uns. Nein, Trent, es ist zu spät. Du bist jetzt auch in diese Scheiße verwickelt. Er wendet sich an dich. Also, wie rechtfertigst du dein Verhalten, Grützkopf? Was? So redet er mit mir? Autorität? Wie rechtfertigt er denn sein Verhalten? Er hat es dir überlassen, die Kugeln wegzustecken. Genau. Konzeptbildung. Grützkopf. Was für ein interessanter Spitzname. Wir stellen das erstmal hier in Frage. Grützkopf? Ja, Grützkopf, das bist du. Rhetorik, trotz allem, was du getan hast, dem Deserteur, der Phasmide, dem Fall? Trotz allem, was ich getan habe? Nein, wegen allem, was du getan hast. Woher wussten Sie, dass ich hier bin? Der Cafeteria-Manager, den du verarscht hast, hat uns gezeigt, wo du hin bist. Naja, wir wollen jetzt mal hier nicht ausflippen. Verstehe, okay. Garth hat es Ihnen erzählt. Ach, und sie sieht sich um. Die Leute hier auf der Straße haben uns auch geholfen. Sie haben uns gesagt, wo sie sich aufhalten. Unter den Säufern bist du eine Legende, Harry. Eine hiesige Säuferlegende. Naja, toll. So, Trent Heidelstam ist also Sonderberater Trent Heidelstam. Ja, ich bin Trent Heidelstam. Ich habe nie behauptet, nicht Trent Heidelstam zu sein. Warte mal, was ist die Geschichte mit dem Jungen? Das habe ich irgendwie aus dem Auge, aus dem Gedächtnis verloren. Moment, was sollte denn das mit dem Jungen? Michael? Michael ist mein Sohn. Ach so, ja, richtig. Alles klar, den haben wir getroffen. Natürlich, das ist der am Feldgebäude gewesen ist. Ach ja, und was sollte all das interessante Geschwafel über Geschichte? Haben Sie mir hinterher spioniert? Nein, ich war nur an dem Feldgebäude und dem Martinezer Brückenkopf interessiert und Michael wollte Martinez sehen. Es war ein Zufall. Empathie? Dass er mit seinem Sohn dort war, war kein Zufall. Es ist nicht leicht zu erkennen, aber er hat sich Sorgen um dich gemacht. Und er war auch am Feldgebäude interessiert. Und was für eine Sonderberatung machen Sie hier? Das ist in der Tat die Frage. Er betrachtet die schäbigen Hütten und dann dich. Ich wurde gebeten, meine Ansicht über die obskuren Theorien darzulegen, die in Königstein in den 30ern entwickelt wurden, wie etwa die teilweise psychotraumatische Amnesie, die Gruppenpersönlichkeitstheorie. Er ist hier, um zu sehen, ob du verrückt bist. Er ist klug. Nächstes Thema, sagt John. Sie haben ein Einsatzkommando erwähnt. Ja, das Einsatzkommando für Schwerverbrechen, geleitet von den Lieutenants Dubois und Wigmar. Na, klingelt es? Können Sie meine Erinnerung auffrischen? Wer ist noch dabei? Deine Erinnerung auffrischen? Es ist ein verdammtes Einsatzkommando für Schwerverbrechen. Mit dir, mir, Jude, Trent Heidelstam natürlich und Guillaume Bévy. Er starrt dich an. Genau genommen bin ich nur ein ziviler Berater, sagt Trent. Scheiß drauf, Sie sind jetzt auch ein Teil von diesem Scheiß-Fiasko. Ja, aber erstmal, wer ist Guillaume Bévy? Ach, das ist eine sehr interessante Geschichte, er lächelt nicht. Guillaume Bévy ist ein Polizeireporter, der zu unserem Team gestoßen ist. Er war wirklich gut, aber dann ist er gegangen, weil er den Glauben daran verloren hat, dass du das Einsatzkommando leiten kannst. Andere Leute sind auch schon abgesprungen, gute, intelligente Leute, Leute, die wir für immer verloren haben. Nur ich und diese sehr geduldige Streifenpolizistin sind noch hier und Trent, weil ich ihn zum Bleiben zwinge. Logik. Ist dieser Guillaume Bévy blond und trägt gerne Sonnenbrillen? Fragen wir das. Da, na bitte, er wedelt mit dem Finger. Er kapiert es. Ich habe ihn nachgeahmt. Schau mich an, ich bin G. Bévy. Es sollte witzig werden, aber dann hattest du tatsächlich einen Hirnschaden, also war es doch nicht lustig.
Er dachte wirklich, dass es lustig sein würde für euch beide. Okay, und was macht dieses Einsatzkommando? Was es macht? Es ist ein Einsatzkommando für Schwerverbrechen. Wir schließen Fälle ab, damit das 41. Revier nicht wie das schlechteste Revier der Stadt dasteht. Wir sind jetzt ganz unten angelangt, Harry, wegen dir. Chorgeist, das ist deine Posse. Oder was noch davon übrig ist, von Hand verlesen. Posse, okay, also Truppe, Gang. Oder was noch davon übrig ist, von Hand verlesen, von Hand ruiniert. Das 41. ist nicht... Er bricht ab, er will den Satz nicht beenden, sagt Kim. Wo waren sie die ganze Zeit? Es hat ein Söldnertribunal gegeben. Verdammt nochmal, Harry. Er verlagert sein Gewicht, verschränkt die Arme und starrt ihr in die Augen. Du hast gesagt, wir sollten uns verpissen. Wir würden dir deinen Stil verhunzen. Du wärst der Gott unter den Detektiven. Scheiß auf alles. Alles würde in Flammen aufgehen. Ermitteln oder sterben. Okay, das haben wir gesagt. Warum hätten sie ausgerechnet den Gott oder den Detektiven allein lassen sollen? Du hast hysterisch geheult, du warst betrunken, hast alles demoliert, alle Leute beleidigt, du hast gesagt, wir wären auf dem Weg in bodenlose Tiefen. Die bodenlosen Tiefen wollte keiner von uns kennenlernen, also haben wir uns verpisst. Er seufzt, wie du es uns nahegelegt hattest. Okay. Also sie sind gar nicht der Mann mit Sonnenbrille, sie sind nicht mal blond. Na gut, das haben wir jetzt schon rausbekommen. Schuldig im Sinne der Anklage. Er tauscht einen Blick mit dem Sonderberater aus. Ich hatte gehört, dass du den Verstand und das Gedächtnis verloren hättest. Ich habe sehen wollen, ob es stimmt. Und es hat gestimmt. Gute Arbeit, Harry. Jetzt bist du verrückt. Für mich und alle anderen gibt es jetzt eine Person weniger, auf die wir uns verlassen können. Rhetorik? Er war so sarkastisch, dass du gar nicht gemerkt hast, wer er war. Vielleicht wäre mir bewusst geworden, dass ich sie kenne, wenn sie nicht so sarkastisch gewesen wären. Ich bin klinisch depressiv, Harry. Tut mir leid, dass ich keine Lust hatte, dir Honig um den Bart zu schmieren, nachdem du uns gesagt hattest, wir sollten uns verpissen. Ach, okay, das habe ich verdient. Was hast du verdient, dass du Leute, mit denen du Tag aus, Tag ein zusammenarbeitest, nicht erkennst? Er kneift die Augen zusammen. Ein Hirnschaden? Okay, die anderen Sachen werde ich mal nicht sagen. Oder das hier, das ist vielleicht ganz passend. Wieder hinters Licht geführt, niemand ist der, der zu sein vorgibt. Hinters Licht geführt? Hey, ich hätte da eine geniale Idee. Sei kein morbider Säufer, dann wirst du auch nicht so schnell hinters Licht geführt. Erst die Gärtnerin, dann der Anführer der Streikbrecher und jetzt das. Du wendest dich an den Lieutenant. Sagen Sie mir, dass Sie wenigstens sind, wer Sie behauptet haben. Ja, ich bin immer noch Kim Kitsuragi, immer noch ein Lieutenant vom 57. Revier. Chorgeist. Und immer noch mittendrin in diesem Kreuzfeuer. Gut, dass er nicht gegangen ist. Tja, ich kann nicht behaupten, dass es bei irgendetwas davon bei mir klingelt. Da klingelt nichts, weil du einen Hirnschaden hast, du Gott unter den Detektiven. Trent! Er wendet sich an den blonden Mann. Jetzt sind Sie dran. Wie schlimm ist es? Nun ja, er hat keinen sichtbaren Tremor. Er spricht nicht undeutlich. Er kann ein Boot steuern. Er steht hier und argumentiert. Das sind alles gute Zeichen. Aber vollständige retrograde Amnesie, episodisch und semantisch, Rhetorik, soll heißen, du hast sowohl vergessen, wer du bist, als auch die Definition für Geld, Isola, Grau und so weiter. Wie sich bei seinem Anruf auf dem Revier zeigte, bei unseren Interaktionen mit ihm und, ich will hier niemanden anschwärzen, er macht eine Anführungszeichengebärde, aber auch bei meinen Interaktionen mit ihm, als Harry anscheinend nicht wusste, wer ich bin, das ist alles äußerst interessant. Interessant? Sagt John. Ja, interessant. Ich habe da so meine Theorien, aber erst möchte ich Harrys Gedanken dazu hören. Harry, er wendet sich an dich. Was glauben Sie, was mit Ihnen geschehen ist, neurologisch gesehen und psychologisch und warum nicht auch sozioökonomisch? Moment, sozioökonomisch? Glauben Sie, ich wäre so arm, dass ich deswegen mein Gedächtnis verloren hätte? Wenn Sie es so formulieren, nein. Aber ich glaube nicht, dass wir die kritische Theorie, und ich weiß,
dass alle das für weit hergeholte, rosa angehauchte Wissenschaft halten, aber dennoch, ich finde nicht, dass wir sie außer Acht lassen sollten. Was? Wegen dem Kapitalismus hat er sein Gedächtnis verloren? Nein, so meine ich das nicht. Ich beziehe mich hier nicht auf die Rede vor der Schule. Aber Harry, zurück zu meiner Frage. Was glauben Sie, was passiert ist? Tja. Ja, ich sag jetzt mal tatsächlich das, was ich am ehesten glaube. Mir ist etwas passiert, was so traurig war, dass ich einfach nicht mehr ich sein konnte. Es war ein Selbstschutzmechanismus. Psychotraumatische Amnesie. Trent? Er wendet sich an den Sonderberater. Das leuchtet mir ein. Unser Grützkopf ist ein gebrochener Mann. Das war schon immer. Wer ist das nicht? Ich bin auch einer. Aber weißt du was? Er wendet sich wieder an dich. Ich halte meinen Scheiß beisammen. Außerdem weiß ich, dass man seine eigenen Erinnerungen nicht löschen kann, egal wie traumatisch das Leben ist. Sowas passiert einfach nicht. Du lügst oder bist wahnsinnig oder beides. Aber Detective Wigmar, wirft sie ein, er hatte doch auch früher schon Filmrisse. Ach, wirklich? Ja, ein paar Mal, nach einigen der schlimmeren Trinkgelage. Sie macht eine Pause, während sie es sich in Erinnerung ruft. Einmal passierte es nach dem Fall mit den zwei Betrunkenen, das andere Mal während unserer Ermittlung zu diesem Wandbild. Konzeptbildung? Du kannst dich also nicht daran erinnern, dich nicht erinnert zu haben, wie schön. Die zwei Fälle in deinem Fallbuch, der unlösbare Fall und das Wandbild der nächsten Welt, die liegen noch nicht lange zurück. Zwielicht, die Fälle haben dir zugesetzt. Interessant, also hat er es erstmal ausgetestet, hat sich vorbereitet. Daher stammte also die Idee, ja, praktische Erfahrung. Und dann hat er den Alkohol benutzt, um dorthin zu gelangen, wenn man so will. Wie meinen Sie das? Also, hier ist meine Theorie. Was, wenn das eine völlig normale Reaktion auf die Welt ist, in der wir leben? Was, wenn es gar keine signifikante Anomalie ist? Nichts, was man erklären oder als Defekt betrachten müsste. Schauen Sie sich doch nur einmal an, welche Reize hier auf uns einströmen. Er deutet auf die Umgebung. Schauen Sie sich die Ruinen an, das Neonlicht. Hören Sie den Rundfunk, dieses Übermaß von allem. Die Leute, 40 Jahre hier zu leben. Als Polizist ist er wie ein magnetischer Abtaster des Welttonbands. Um eine bekannte Metapher zu benutzen, Harry wurde davon an die Wand gedrückt, von allem, was auf ihn eingeströmt ist. Fest verdrahtet mit dem freien Markt. Er nickt überzeugt. Er wollte nur, dass es ein Ende nimmt. Okay, Trent, vielen Dank. Das war absolut nichtssagend. Ich bin froh, dass wir Sie hierher gebracht haben. Kann er für das Einsatzkommando für Schwerverbrechen arbeiten oder nicht? Ist er jetzt ein Schwachkopf? Das will ich wissen. Er ist kein Schwachkopf und er kann arbeiten. Wenn nicht in seiner bisherigen Führungsrolle, dann als normaler Detective. Okay. Nee, ich glaube nicht, dass wir so weitermachen können. Ich glaube, das geht nicht, Leute. Nachdem wir die Phasmide gesehen haben, leckt mich doch alle am Arsch. Ich will gar nicht zu eurem Einsatzkommando gehören. Nein, Harry, du kannst uns am Arsch lecken. Du hast den Karren schon tief in die Scheiße gefahren. Ich musste das Price schon zweimal erklären. Und Bert Jajewa viermal. Ich bin dein Partner. Ich stehe Rede und Antwort, wenn du nicht da bist. Chorgeist? Als du Feierabend gemacht hast, musste ich die Verantwortung für deine Fälle übernehmen und für dein spezielles Einsatzkommando. Körperberat, die können ihre Rente behalten. Du bist in Hochform, du bist super gut darin, deine Klamotten anzuziehen. Was passiert jetzt? Jetzt passiert nichts. Wir stehen hier noch rum. Wirklich? Nein, jetzt reden wir darüber. Er zeigt auf das Wasser. Was zum Teufel hast du mit unserem Motorwagen angestellt? Was macht er dort, Harry? Schauspielkunst legendär erfolgreich? Lügt. Fragt etwas, um Zeit zu schinden. Dann könnt ihr lügen. Wollen wir lügen? Warum sollten wir jetzt lügen? Nö, ich bin nicht dafür, dass wir lügen. Scheiß auf Schauspielkunst. Es war an der Zeit, Tequila Sunset. Ha, ha, ha. Ho, ho, ho.
Er lacht freudlos, eine Hand am Bauch. Tequila Sunset statt Sunrise, weil du fast tot bist. Sehr witzig, Harry. Danke, dass du mich in die Scheiße geritten hast. Danke, dass du Polizeieigentum im Wert von 45.000 real zerstört hast. Das wird von meinem Gehaltszettel abgezogen. Das weißt du, oder? Du wirst gefeuert und ich zahle dafür bis an mein Lebensende. Na egal. Er atmet aus, um sich zu beruhigen. Dein Ausweis, Harry. Zeig mir deinen Ausweis. Ja. Hier, der Ausweis. Er betrachtet ihn mit zusammengekniffenen Augen. Er überprüft, ob es sich nicht um blaues Bonbonpapier oder ein Stück Vinyl handelt. Schließlich nickt er unbeeindruckt. Okay, und deine Waffe? Warum diese Fixierung auf materielle Objekte? Meine Waffe ist hier. Du zeigst ihm den Villiers 9mm Revolver. Hurra, er hat sie. Ich dachte, sie würde mehr schwimmen. Er tut, als ob er sich erleichtert den Schweiß von der Stirn wischen würde. Du bist besoffen wie ein Penner, Harry. Steck das Ding weg, bevor du noch jemanden umbringst. So, wir haben tatsächlich ja mit dem Trinken aufgehört. Öde Realität war der Gedanke. Ich habe mit dem Trinken aufgehört. Für immer. Jetzt bin ich allein in diesem langweiligen Drecksloch. Das nehme ich dir nicht ab. Warum riechst du dann wie eine Leiche, hm? Er ist verwundet. Er sieht dich an, sagt Kim. Es war eine lange Woche und außerdem ist er mit einer echten Leiche in Berührung gekommen. Ja, ich bin mit einer echten Leiche in Berührung gekommen. Nee, wir sagen, ja, es war eine ziemlich heftige Woche. Tut mir leid, dass ich stinke. Eine ziemlich heftige Woche? Er kneift die Augen zusammen. Du bist besoffen und du hast eine Verdächtige entkommen lassen, eine gewisse Glacier, weil du zu besoffen warst, um abzuschätzen, dass sie fliehen würde. Wir haben die Berichte gelesen, Harry. Die von Lieutenant Kitsuragi. Wir wissen Bescheid. Der Sauerstoff-Holocaust. Den erwähnen wir jetzt nicht. Das ist nur ein kleines Detail in einem riesigen Fall, über den Sie nichts wissen. Klar, wenn das Teil deines genialen Plans war. Er reibt sich frustriert das Gesicht. Reden wir lieber gar nicht erst über die andere Verdächtige, die sich umgebracht hat, mit einer Kugel durch den Kopf, ein weiteres Detail. Oder die Tatsache, dass du jetzt den kleinen Peone für Evra Claire gibst und wer weiß, was für ihn tust. Das sind Nebensächlichkeiten, das ist gar nichts. Eine lustige Anekdote. Verglichen mit den 7 Leuten, die niedergeschossen wurden, die Straßen sind buchstäblich blutgetränkt, Harry. Das war ein verdammter Massenmord. Kim sagt, er hat getan, was er konnte. Unterbricht ihn der Lieutenant. Wir haben getan, was wir konnten. Die Firma hat irgendwelche Söldner angeheuert, ohne sie einer Sicherheitsüberprüfung zu unterziehen. Lieutenant Dubois hat sich zwischen sie und die Einheimischen gestellt. Chorgeist, hier kommt die Kavallerie. Dabei hat er viel riskiert. Vergessen Sie nicht, er wurde angeschossen. Wir haben eine Hinrichtung aufgehalten, keine Verhandlungen. Verglichen mit dem, was hätte passieren können, waren die Verluste an Menschenleben minimal. Und wir ergänzen, außerdem habe ich den Fall gelöst. Er ist gelöst, endgültig. Detective, es ist besser, wenn ich das übernehme, sagt er mit gesenkter Stimme. Rhetorik, es ist sehr viel besser, wenn er das übernimmt. Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Danke dafür, Lieutenant Kitsuragi. Ich wollte keineswegs andeuten, dass Sie die Situation nicht... Er streicht sich eine Haarsträhne aus dem Auge und hustet. Sie waren die ganze Woche mit ihm zusammen und haben mit ihm an dem Fall gearbeitet. Was ist Ihre Meinung? Zum Fall? Zu Lieutenant Jefreiter Dubois. Tja, er zieht seinen Kragen hoch. Das Trinken, die verschwundene Waffe und dass er seinen Ausweis verloren hat, das stimmt alles. Aber während der Arbeit hat er diese Woche nicht getrunken. Naja, Kim, das ist jetzt nett. Stimmt zwar nicht ganz, aber danke, Kim. Siehst du, sagt Judith, okay, wow, sie ist so ein bisschen auf unserer Seite. Eine Woche. Und dann ist da noch das Problem, dass er sich für einen langweiligen Bullen hält. Trotz seiner unübersehbaren Eigenheiten und seiner fast grotesken Kleiderwahl findet er sich nicht originell genug. Das macht mir schon Sorgen, vor allem angesichts seiner politischen Ansichten. Detective Dubois ist, wie Sie vielleicht wissen, ein Anhänger der masowianischen Sozioökonomie. Er will die herrschende Klasse liquidieren. Und auch das ist für einen Polizisten schon ungewöhnlich. Was, Kim? So habe ich mich nie geoutet, aber es könnte natürlich sein, dass am Ende unserer ganzen Antworten dies als das wesentliche Merkmal stehen geblieben ist. Naja, Rhetorik, du solltest etwas rufen. Das ist keine gute Idee. Nein, lassen wir lieber die Erwachsenen reden.
Noch seltsamer, er ist auch ein ultraliberaler Geschäftemacher, der immer, er kneift sich in die Nasenwurzel, am Randklotzen ist. Wie er die beiden Standpunkte miteinander vereint, weiß ich nicht, aber er hat zu beiden viel zu sagen. Und dann sind da der Motorwagen im Meer und natürlich die Drogen. Er nimmt eine Droge für Strahlenkranke, um Visionen auszulösen. Er holt hörbar Luft, aber trotz allem ist er ein toller Ermittler, sogar einer der besten, die ich kenne. Er kann Leute dazu bringen, ihm absolut alles zu erzählen und er hört nie auf. In der ganzen Zeit, die ich mit ihm verbracht habe, hat er nicht einmal aufgehört, Hinweisen nachzugehen, wie abwegig oder nebensächlich sie auch wirken mochten. Er ist unermüdlich, unglaublich ehrgeizig. Naja, bis auf das eine Mal, als er Karaoke gesungen hat. Und ich muss sagen, er hat es nicht schlecht gemacht. Er hat wirklich alles gegeben. Jean, ja, kann schon sein. Abgesehen von dem einen Mal hat er unermüdlich am Fall gearbeitet und er hat ihn gelöst. Wir haben ein Geständnis, eine Mordwaffe und den Täter, der auf der Insel festsitzt und darauf wartet, abtransportiert zu werden. Er hat ein Mitglied der Revolutionsbrigaden dingfest gemacht, das seit der Revolution vor 50 Jahren im Verborgenen agiert und wahrscheinlich im Laufe der Jahre andere Morde begangen hat. Er macht eine Pause. Ach, und er hat eine neue Spezies entdeckt. Eine neue Spezies? Eine kolossale Gespenstschrecke. Sie war auf der Insel getarnt als Schilf. Sie hat sich vom Schilf aus entfaltet. Ich glaube, wir können es mit der insulindischen Phasmide zu tun haben. Er holt das Foto von der Phasmide hervor und zeigt es dem Polizisten auf der anderen Seite des Hofes. Das hochglänzende Rechteck in seiner Hand flattert im Wind. Trotz des pfeifenden Windes hörst du, wie sie laut nach Luft schnappen. Wie Sie sehen können, ist sie etwa 3 Meter hoch. Wir glauben sogar, dass es sich um das größte wirbellose Wesen handeln könnte, das je an Land gesichtet wurde. Das ist so skurril. Wir sagen mal, Bumschakalaka, Alter. Verdammt, hat das... Der Mann reckt seinen Hals, während er weiter auf das Foto starrt. Hat das irgendwas mit dem Fall zu tun? Detective, er wendet sich an dich. Ja, ich glaube, dass das Pheromon, das das Wesen absondert, für die verminderte geistige Leistungsfähigkeit des Mörders verantwortlich sein könnte. Der alte Mann hat die Anwesenheit der Phasmide nicht bemerkt. Nach ihrem Erscheinen litt er an einer seltsamen, atypischen Demenz und fiel in einen Stupor. Er wurde geradezu katatonisch. Also besteht tatsächlich ein Zusammenhang? Ja? Ich muss sagen, das, er zeigt auf das Foto, ist wirklich absolut außergewöhnlich. Mir fehlen dafür die Worte, sagt Trent. Ja, das macht es wirklich schwer, den Säufer zu feuern. Seine müden Augen folgen dem Foto, das der Lieutenant wegsteckt. Empathie? Er ist ein sehr, sehr trauriger Mann, der gerade etwas gesehen hat, das ihn seine Traurigkeit hat vergessen lassen. Rhetorik. Jetzt ist es Zeit für deine Argumente. Jetzt oder nie. So, für den Täter Liljanovic Dross haben wir ein überzeugendes Motiv. Liljanovic? Der Sonderberater hebt eine Augenbraue, ein revolutionäres Metronym. Ein revolutionäres Metronym? Der Brauch hatte seinen Ursprung in Grad, wo es Patronyme gibt. Krasovic, Lasovic und so weiter. Die Revolutionäre betrachteten das als einen chauvinistischen Atavismus, weshalb sie Metronyme benutzten, also solche, die vom Namen der Mutter abgeleitet waren. Die Mutter dieses Mannes hieß Liljan. Er ist Liljans Sohn, Liljanovic. Nach dem Scheitern der Revolution wurde der Brauch abgeschafft, aber erst nachdem er sich bis nach Rivascholl ausgebreitet hatte. Also passt so ein Name schon gut zu einem Soldaten der BMI. Danke, Trent, danke für diesen Einblick in die Kulturtheorie. Er wendet sich an dich. Du hast gesagt, du hättest ein Motiv. Natürlich, bitte, entschuldigen Sie, ich hielt es nur für erwähnenswert, sagt Trent. Logik. Er hat das mit dem Versprengten nicht ganz geglaubt, bis er dieses Detail gehört hat. Das muss ihn überzeugt haben. Okay. Er hat den Söldner. Ja, eigentlich sind es die Botenstoffe gewesen, aber Eifersucht spielte auch eine Rolle. Ich sag mal Eifersucht. Er hat den Söldner aus Eifersucht getötet. Eifersucht? Ich dachte, dieser Liljanovic wäre ein alter Mann. Schließlich hat er sich 50 Jahre lang versteckt. Ist er über 70?
Es handelt sich um eine seltsame psychosexuelle Fixierung, die möglicherweise durch die Nähe zu einer Phasmide und ihre chemischen Ausdünnungen verschlimmert wurde. Er selbst hat einen politischen Grund genannt. Er meinte, er hätte einen feindlichen Kämpfer getötet. Außerdem haben wir das Gewehr einer ballistischen Analyse unterzogen. Die Kugel, die wir im Kopf des toten Söldners gefunden hatten, war daraus abgefeuert worden. Und ein Geständnis von Herrn Dross in Anwesenheit von zwei Polizisten. Ein Volltreffer. Ach, es ist noch viel besser. Viel, viel besser. Tja, wollen wir jetzt hier... Das mit Dora lassen wir? Ich habe getan, was ich konnte. Jede Sekunde war ein Kampf. Ich habe nie bezweifelt, dass du dich zusammenreißen und arbeiten kannst für eine gewisse Zeit, aber es dauert leider nie lange. Er knöpft seine Jacke zu. Ich kann im Wind immer noch deine Fahne riechen. Verdammt nochmal, geht der Geruch denn nie weg? Er ist wirklich noch da. Vielleicht steckt er dir in den Knochen. In den Knochen. Irgendwann wird er verschwinden mit der Zeit. So, wie machen wir weiter? Leute, ich glaube an dieser Stelle, das ist jetzt unser Punkt. Wir haben angefangen mit unseren Argumenten, mit all diesen Dingen, die wir geleistet haben. Ich glaube, an dieser Stelle mache ich hier erst einmal eine Pause. Das scheint hier noch weiter und länger zu gehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir weiter mit unseren Kollegen sprechen. Und ich bin gespannt, worauf das Ganze hinausläuft. Werden wir gefeuert? Schmeißen wir selber hin? Kehren wir wieder zurück zu unserer Truppe? Wir werden es erleben. Bis dahin, macht's gut, euer Steinballen.